Auf Platz 1 in Sachsen liegt weiter die CDU von Ministerpräsident Kretschmer. Eine Fortsetzung der Großen Koalition ist aber vermutlich nicht möglich, auch weil der Partner SPD abrutschte. Mehr zur Wahl in Sachsen, jetzt von Jörg Schönenborn, live aus dem ARD-Wahlstudio in Dresden. Diese Wahlen zeigen die Bundesrepublik politisiert und polarisiert wie lange nicht mehr. Politisiert, die Wahlbeteiligung springt erneut nach oben. Polarisiert, die alten Volksparteien der Mitte verlieren flächendeckend. Die AfD feiert große Erfolge und auch die Grünen legen zu. Das sind die konkreten Zahlen zunächst für das Land Sachsen. Danach liegt die CDU bei der Hochrechnung bei 32,5, 7 Punkte Verlust. Auch die Linke verliert deutlich, 10,1. Die SPD mit 7,8, das ist das schlechteste Landtagswahlergebnis der Nachkriegsgeschichte. Die AfD mit ihrem bisher höchsten Ergebnis bei einer Wahl, 27,8%. Grüne 8,4, FDP 4,6 und andere Parteien 8,8. Die Zusammensetzung des Landtags in Dresden wird bestimmt von einem Entscheid des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Der hat die Liste der AfD auf 30 Personen beschränkt. Und das hat durchaus Auswirkungen auf die Landtagsfraktionen. Demnach kommt die CDU auf 45 Sitze, Linke 14, SPD 11, AfD 30. Das ist die Beschränkung, von der ich sprach. Grüne 11. Und es verbleibt ein Rest von 9 Sitzen, die rechnerisch der AfD bei proportionaler Verteilung zuständen. Denkbar ist, dass die AfD Direktmandate in solchen Wahlkreisen holt, wo ihre Kandidaten nicht bereits auf der Liste stehen. In jedem Fall gilt aber, je höher die AfD steigt, desto größer ist der politische Nachteil, der ihr aus ihrem Listenfehler erwächst. Das sieht man bei den möglichen Regierungsbildungen. Danach wären ohne Überhang- und Ausgleichsmandate schon ab 56 Sitze Regierungsbildungen möglich. Zwei kleine Koalitionen machen das im Moment mit 56 Mandaten denkbar, Schwarz-Grün und auch die bisher regierende schwarz-rote Koalition kommt auf diese Zahl. All dies allerdings unter dem Vorbehalt der Auszählung in den Wahlkreisen und möglicher Überhangmandate. Die Wahlbeteiligung in Dresden, in Sachsen, ist sprunghaft um 15 Punkte auf 65,5 Punkte gestiegen. Und bei der Wählerwanderung macht sich dies vor allem deutlich bei der AfD. Denn sie hat mehr als alle anderen Parteien aus dem Nichtwählerlager mobilisiert, über 200.000 Stimmen gewonnen. Aber die AfD bedient sich auch im Lager der CDU. 84.000 Stimmen wechseln hier die Partei. Ein Indiz dafür, dass am rechten Rand der CDU viel Bewegung zur AfD ist bei dieser Wahl. Und für die aktuellen Zahlen und Analysen schalten wir jetzt in unser ARD-Wahlstudio in Dresden zu Jörg Schönborn. Wie sehen die denn zur Stunde für Sachsen aus, die aktuellen Zahlen? Ja, sie machen die Regierungsbildung immer spannender und schwieriger. Doch zunächst mal für Sachsen die Hochrechnung. Die CDU kommt auf 32,5%, die Linke auf 10,3%. SPD 7,8, alle mit dramatischen Verlusten. Die AfD mit ihrem bisher stärksten Landtagswahlergebnis 27,8. Die Grünen steigen auf 8,2. FDP 4,5 nicht im Landtag vertreten. Und die anderen Parteien kommen auf 8,9%. Und nun geht es bei der Bildung des Landtags wieder um eine Besonderheit. Das Verfassungsgericht des Landes hatte die Liste für die AfD nur bis Platz 30 zugelassen. Rechnerisch stehen der Partei aber mehr Mandate zu. Welche Auswirkungen das hat, sehen wir jetzt. Die CDU kommt auf 45 Sitze, die Linke 14, SPD 11, AfD 30, das ist das Maximum von der Liste, Grüne 11. Und dann bleibt ein Rest von 9 Mandaten. Da gehen wir im Moment davon aus, dass die AfD die nicht alle besetzen kann. Sie stünden ihr rechnerisch zu. Allerdings hat sie aus unserer Sicht gute Chancen, etwa 3 Mandate in solchen Wahlkreisen direkt zu gewinnen, wo kein Listenkandidat kandidiert hat. Also 3 dieser Mandate könnte sie retten. Auf dieser Basis unsere Betrachtungen zur Regierungsmehrheit. Demnach wäre die Koalition aus CDU und Grünen mit 56 Sitzen ziemlich an der Kante. Das wäre knapp und könnte nicht reichen, wenn die AfD wirklich diese Direktmandate holt. CDU und SPD, hier gilt genau das Gleiche. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass am Ende über diese Konstellation in Dresden gesprochen wird. Das, was man Kenia nennt und in Sachsen-Anhalt bereits regiert,
ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. Und das ist in einem Landesverband wie Sachsen, wo die CDU eher konservativ und die Grünen eher links sind, natürlich doch ein ziemlicher Spagat. Deshalb haben wir die Wählerinnen und Wähler gefragt, die von CDU und Grünen, wie sie denn so einer schwarz-grünen Zusammenarbeit, die ja bei Kenia zustande käme, gegenüberstehen. Bei den CDU-Wählern gibt es mit 56-37 eine knappe Unterstützung für ein solches Modell. Die Anhänger der Grünen sind da mit 72-27 noch etwas offener. Aber insgesamt zeigt die Situation schon, wenn diese kleinen Bündnisse Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün nicht zustande kommen, dann wird es vermutlich diese Gespräche geben und die wären nicht einfach. Es ist im Verlauf des Abends noch recht unklar, wer überhaupt mit wem regieren könnte. Ist das denn inzwischen etwas klarer? Ja, es hat sich viel geklärt in der letzten Stunde, denn nur noch 5 von 60 Wahlkreisen sind offen. Und welche Auswirkungen das hat, zeige ich gleich bei der Sitzverteilung. Zunächst aber die aktuelle Hochrechnung, die dem Endergebnis sehr nahe kommen wird. CDU 32,3, Linke 10,3, SPD 7,7, AfD 27,8, Grüne 8,4. FDP 4,5 und die anderen Parteien 9%. Im Landtag in Dresden bleibt die CDU stärkste Kraft, 46 Mandate, Linke 14, SPD nur noch 10. Die AfD, die vom Verfassungsgerichtshof bei der Liste auf 30 Mandate begrenzt wurde, ist jetzt bei uns mit 37 Mandaten aufgeführt, denn sie hat bei Auszählung der Wahlkreise in mindestens 7 Fällen Kandidaten durchgebracht, die nicht auf der Liste stehen, also generische Direktmandate, die sie auf jeden Fall behalten kann. Die Grünen kommen auf 11 Mandate und es bleibt immer noch ein rechnerischer Rest von 2 Mandaten, der AfD proportional zustehen würde. Möglicherweise kann sie den noch mit weiteren Direktmandaten ausschöpfen. Das bedeutet, dass die kleinen Koalitionen aus etwa CDU und Grünen oder CDU und SPD jetzt mit großer Gewissheit keine Mehrheit mehr haben werden. Es wird also die Diskussion über Dreierbündnisse sein. Und da gilt im Moment Kenia, also CDU, SPD und Grüne als das Wahrscheinlichste. Und das hätte eine deutliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung wird etwa bei 65,5% liegen, sprunghaft gestiegen sein. Und an der Wählerwanderung für die AfD sieht man, welche Auswirkungen das vor allem hatte. Denn die Nichtwähler sind der stärkste Zustrom für diese Partei, über 200.000 Stimmen. Von der CDU kommen auch gut 80.000, dann deutlich weniger von der Linken. Also die hohe Wahlbeteiligung ist eine Basis für den Erfolg der AfD. Es sind ja doch deutliche Verschiebungen. Wie erklären Sie sich diese Zahlen und dieses Ergebnis? Sie haben nichts mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Im Gegenteil, die Wählerinnen und Wähler sagen uns zu über 80%, mir geht es wirtschaftlich gut. Aber es gibt andere deutliche Erklärungen für die AfD-Erfolge in beiden Ländern. Der Partei gelingt es deutlicher als anderen, ostdeutsche Empfindungen auszudrücken. Zwei Beispiele. Bei bestimmten Themen wird man heute ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sagt. Als Empfindung von 69% der Sachsen geteilt. Oder Ostdeutsche sind an vielen Stellen immer noch Bürger zweiter Klasse, 66%. Aber schauen wir uns das genau an, diese 69%, die ja stutzig machen. Wenn wir die Parteianhänger fragen, dann sehen wir, dass 98% der AfD-Wähler sagen, ja, das stimmt. Aber durchaus auch bei den Grünen-Wählern die Hälfte diese Empfindung hat. Das ist eine Basis dieser Empfindung ostdeutscher Wahrnehmungen. Und das andere ist, dass die AfD eben ganz besonders stark zulegt, da, wo die Bevölkerung schrumpft. Wir haben das aufgeteilt. In den wachsenden Regionen kommt die AfD immerhin auf 18% plus 11, in den schrumpfenden auf 28, aber den stark schrumpfenden, oft Grenzregionen, über 30%, 20 Punkte Zugewinn. Also ostdeutsche Empfindungen und besondere Stärke in strukturschwachen Regionen. In Sachsen gewinnt die CDU von Ministerpräsident Kretschmer die meisten Stimmen mit 32,1%. Die Linkspartei fällt auf 10,4, die SPD auf 7,7%. Die AfD macht einen Sprung auf Platz 2 mit 27,5%. Die Grünen gewinnen hinzu und kommen jetzt auf 8,6%. Die FDP scheitert trotz leichter Gewinne an der 5%-Hürde. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schließt Bündnis mit AfD weiter aus. Der CDU-Politiker sagte, es sei möglich, mit positiven Kräften eine Regierung zu bilden. Das freundliche Sachsen habe gewonnen. AfD-Spitzenkandidat Urban sagte, seine Partei sei trotzdem dialogbereit.